Schauspielliebe. Der Podcast über die Liebe zum Schauspiel. Hallo ihr Lieben. Heute gibt es wieder eine Folge zu Biografien, Buchtipp. Denn die letzte Folge war ja sehr, sehr beliebt bei euch und ihr sagtet, oh, das finde ich ganz gut, dass ihr Bücher von Schauspielern vorstellt. Und das habe ich ja auch vor, beizubehalten, weil ich auch wahnsinnig viele Bücher von Schauspielern halt habe. Das muss ja nicht immer Biografie sein oder halt, kann ja auch ein Roman oder Geschichte sein. Und in dem Fall ist es auch ein Roman. Ich möchte euch nämlich heute das Buch von Christian Berkel vorstellen. Das ist bereits im vergangenen Herbst erschienen und heißt Der Apfelbaum. Viele kennen Christian Berkel natürlich als Charakterdarsteller in zahlreichen Filmen. Er hat ja auch mit großen Regisseuren zusammengearbeitet und ist häufig im Fernsehen zu sehen. Am bekanntesten ist natürlich seine Rolle in Der Kriminalist im ZDF. Immer freitags um 20.15 Uhr, ein Krimi, eine Krimiserie und die wird aber jetzt leider zu Ende gehen. Also er hört auf als Kriminalist, was ich sehr schade fand. Hab das immer gerne gesehen, also ich bin ja auch ein totaler Krimi-Gucker, also freitags Krimis, ZDF. Und ja, seine Rolle als Bruno Schumann gibt er sozusagen ab, beziehungsweise die Serie ist dann ja nach 13, 14 Jahren vorbei. Aber er schreibt halt jetzt erfolgreich Bücher. Und er hat einen Roman geschrieben, beziehungsweise eine Familiengeschichte. Für den Roman seiner Familie hat er nämlich nach seinen Wurzeln nachgespürt. Er hat Archive besucht, Briefwechsel gelesen und Reisen unternommen. Und entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte, die Erzählung einer ungewöhnlichen Liebe. Das Buch, wie gesagt, erschien im letzten Jahr, im Oktober 2018, hat umfasst 416 Seiten als Hardcover-Buch und ist im Ullstein Verlag erschienen. Jetzt im September, also fast ein Jahr später, erscheint das Buch neu als Taschenbuch. Also, und dann die Besonderheit ist natürlich des Hardcover-Buches ist, dass es 22 Euro kostet als Hardcover-Buch und wenn es dann als Taschenbuch erscheint, ist es natürlich günstiger. Das heißt, ihr könnt es euch jetzt auch als Taschenbuch zulegen, dann kostet es noch 11 Euro. Und er ist damit auch auf Lesereise. Also ab und zu liest ihr das Buch mal. Das könnt ihr auch auf der Seite des Hörbuchverlag Hamburg erfahren oder beim Ullstein Verlag. Da stehen auch die Termine, wo genau Lesungen er machen wird. Jetzt und in der Zukunft, da werden sicherlich noch einige kommen. Ich muss dazu sagen, dass ich mir weder das Taschenbuch erscheint ja jetzt erst im September, aber das Hardcover-Buch habe ich mir auch nicht zugelegt. Ich habe mir das Hörbuch nämlich gekauft, weil ich mir nämlich dachte, ich kann mir natürlich das Buch kaufen, aber ich höre jetzt auch vermehrt gerne Hörbücher und wenn er das wirklich selber eingesprochen hat, dann hole ich mir natürlich das Hörbuch. Und Christian Berkel hat in dem Fall sein Buch selber eingesprochen und das Hörbuch umfasst sage und schreibe 10 CDs, ist wirklich extrem viel, ist aber auch sehr schön eingepackt, jede CD einzeln in so einen Schuber und den man so öffnet und dann ist noch ein Booklet dabei und dann halt jede CD einzeln, wie gesagt. Und insgesamt haben die 10 CDs eine Laufzeit von 736 Minuten, also ganz schön lange und ist, wie gesagt, im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Und ich fand es halt schön, dass halt wirklich, also wenn ich eine Biografie von einem Schauspieler hören möchte, und er schreibt ein Buch, dann möchte ich das auch gerne von demjenigen selber hören. Und das ist eine ungekürzte Autorenlesung. Also und hier steht auch in dem Booklet, mit großer Eleganz erzählt Christian Berkel den spannungsreichen Roman seiner Familie. Er führt über 3 Generationen von Ascona, Berlin, Paris, Moskau bis nach Buenos Aires. Am Ende steht die Geschichte zweier Liebender, die unterschiedlicher nicht sein können und doch ihr Leben lang nicht voneinander lassen. Das steht in dem Booklet, das ist Der Apfelbaum
Und mich hat das Buch auch sehr gepackt. Also wie gesagt, ich habe mir die 10 CDs wirklich ja dann nach und nach, man kann ja auch immer Pausen machen, angehört, weil ich finde das eigentlich ganz schön. Also ich habe, muss ich dazu sagen, kein E-Reader, ja, kein Tolino oder irgendwie sowas, weil ich jemand bin, der gerne noch Bücher kauft. Also Hardcover, Taschenbücher, als auch Hörbücher. Ich höre auf dem Handy vielleicht mal Spotify, wo ich auch mit dem Podcast jetzt hier bin. Aber ansonsten muss ich sagen, ich gebe Geld für Bücher aus, ja, und mag das nicht, an einem Tablet rumzuwischen und jede Seite umzuwischen und dann, wenn man da Platz spart oder irgendwie sowas. Nein, also ich verbinde auch mit jedem Buch eine Geschichte, wo ich das kaufe. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ich, ja, entweder kaufe ich mir das Hörbuch oder halt das Buch. So. Und ja, also ich habe ja schon einiges erzählt hier zu dem Buch. Ich will ja nicht zu viel erzählen. Ihr könnt es natürlich selbst entscheiden, ob ihr, wenn es euch interessiert natürlich, ob ihr euch lieber das Hörbuch zulegt oder ja, euch es doch als Kindle-Version oder ja runterladet oder euch doch das Hardcover-Buch oder das Taschenbuch kauft. Also wie gesagt, ich bin sehr begeistert davon, dass er es selbst eingesprochen hat und möchte euch jetzt auch zu dieser Folge hier die Original-Leseprobe mit dranhängen vom Hörbuch Hamburg Verlag. Also in dieser Folge hört ihr gleich die Leseprobe gesprochen von Christian Berkel. Das finde ich ganz schön, dass es sowas auch gibt, dass man sich das vorher vielleicht anhören kann. Wie spricht er denn? Und in dem Fall habe ich es nicht getan. Ich habe wirklich, weil ich ja weiß, wie die Stimme von ihm klingt, mir das Hörbuch dann zugelegt und habe es nicht bereut, mir das Hörbuch zu kaufen. Ich wäre aber auch bereit, mir noch das Taschenbuch zuzulegen, damit ich es nochmal vor Augen habe und nochmal selbst lesen kann. Fand es aber sehr schön, dass er es mir vorgelesen hat, wie es ja sonst eigentlich bei Lesungen der Fall ist. Und ja, also falls euch das Buch interessiert, ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ja so, Der Apfelbaum ist ein Roman, das steht ja auch ganz klar da, aber es hat ja auch damit zu tun, was der Krieg für schreckliche Erlebnisse mit den Menschen gemacht hat, was er in ihnen ausgelöst hat. Und das ist halt eine sehr beeindruckende Familiengeschichte, die er erzählt, in der er sich ja mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Und ja, also total interessant und wie gesagt, ein toller Schuber mit 10 CDs. Und ihr könnt ihn, wie gesagt, auch live erleben. Er wird das Buch des Öfteren live vorlesen, Auszüge daraus. Und deswegen nochmal als Hardcover-Buch und als Taschenbuch sowie als Hörbuch oder ihr ladet euch das runter, Der Apfelbaum. Erschienen im Ullstein Verlag, das Hörbuch beim Hörbuch Hamburg Verlag. Und jetzt kommt die Aufnahme für euch von Christian Berkel, die Leseprobe aus Der Apfelbaum. Und ich hoffe, das Buch gefällt euch. Also, ne? Und ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr es fandet. Oder wenn ihr einen Blog habt, eine Rezension geschrieben habt, könnt ihr mir das alles unter dem Blogpost zu der Podcast-Folge schreiben. Da freue ich mich sehr darüber und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Hörprobe, der Leseprobe von Christian Berkel. Und ich bedanke mich bei euch fürs Es war auf Zuhören. einer kleinen Brücke im Tschüss. hinteren Teil des Schlossgartens in Charlottenburg. Zum ersten Mal fasste Otto ungelenk nach ihr. Sie drehte sich weg, fühlte seine Hand über ihren Rücken gleiten. Halb im Schreck fielen ihre Lippen ineinander. Sie rannten schweigend bis in den hintersten Winkel des Parks, vorbei am Lustschlösschen, als könnten sie sich gemeinsam vor dieser Liebe verstecken. Bis ans Ende der Welt, dachte Sala, als sie Otto fallend zu sich ins Gras zog. Der Herbst floh vor dem Winter, und ehe Sala und Otto sich einmal drehten, brachen die ersten Frühlingsboten durch die Eisschicht. Den Sommer verbrachten sie mit Jean in der Mark Brandenburg. Im Herbst und Winter besuchten sie Ausstellungen und Museen. Sie erliefen sich ihre Stadt bis in die entlegensten Winkel, entdeckten Stein für Stein die Welt des anderen, rannten ins Theater, wann immer sie konnten, blind für die Veränderung, die ihre Kreise immer enger um sie zog.
Was willst du mal werden? Sie schlenderten von der Friedrichstraße über die Weidendammer Brücke, vorbei am preußischen Ikarus, der flügellahm über die Spree starrte. Links von ihnen lag das Theater am Schiffbauer Damm, wo jetzt billige Durchhaltestücke die Inszenierung von Max Reinhardt verdrängt hatten. Arzt. Er sagte es so selbstverständlich, als würde er den Beruf bereits ausüben. Warum? Wegen der Menschen. Er legte seinen Arm um ihre Taille. Anfangs hatte er immer versucht, ihn über ihre Schulter zu legen. Da sie ihn aber um einen halben Kopf überragte, war er sich in dieser Haltung bald albern vorgekommen. Außerdem wurde es schnell unbequem. Er fasste sie lieber um die Hüfte. So konnte er sie besser spüren. Und du? Schauspielerin? Du hast es gewusst? Von Anfang an. Otto bestand das Abitur. Nur eine 3 in Mathematik trübte das Einserzeugnis. 1934, als die jüdischen Ärzte bereits seit über einem Jahr ihre Kassenzulassung hatten,